Hallo zusammen, hier ist Jonathan aus dem Music Store und ich habe heute was ganz Interessantes für euch. Wie ihr wahrscheinlich schon aus dem Intro-Link gehört habt, klingen diese beiden Amps nicht gleich, obwohl sie gleich aussehen. Ich habe hier auf der rechten Seite einmal den Fender Blues Junior in der Music Store-Variante und links die herkömmliche, normale Fender-Variante, wie wir ihn kennen. Der einzige optische Unterschied, der diese beiden Amps voneinander trennt, abseits des Klangs, ist einmal das schwarze Chassis und einmal das Metallchassis mit den schwarzen Knöpfen und in der Music Store-Variante die cremeweißen Knöpfe. Alles ist identisch. Die Röhren sind identisch. Die Klangregler, Volume, Bass, Treble, Mid, Bass und Master, genauso wie hier. Allerdings kommen wir jetzt auch dazu, worum es in diesem Video geht, nämlich die Speaker. Und warum es interessant ist, einen Amp auch mal mit verschiedenen Speakern zu testen oder zu spielen. In der Music Store-Variante haben wir den 1/12er Eminems verbaut und in der herkömmlichen Fender-Variante den 1/12er Jensen. Und damit ich euch nicht jetzt mit technischen Geschwafel irgendwie langweile und wen das gar nicht interessiert und der den Klangunterschied nur hören möchte, verweise ich da auf das Video von meinem lieben Kollegen Wastel, der euch in Wastels Welt alles über Verstärker und wie diese funktionieren erklärt. Und da könnt ihr nochmal ganz genau nachschauen und nachhören, was das Ganze technisch so auf sich hat. Bei mir geht es hier allerdings um den Klang. Und ich für euch jetzt, ich habe hier eine Strat mit, durch typische Strat-Klänge und wie diese von dem Speaker beeinflusst werden. Jeder kennt ja die Ruheposition und sonst irgendwas, aber das, wie gesagt, in dem anderen Video. So, fangen wir mal direkt auch schon mit dem ersten Soundbeispiel an. Ich habe hier den Neck-Pickup ausgewählt und strumme mal ein paar Akkorde. Beide Klangeinstellungen sind identisch und dann könnt ihr auch mal selber hören, was den Charakter von den unterschiedlichen Speakern so ausmacht, bevor ich jetzt euch schon was vorher in den Kopf reinsetze. Fangen wir an mit der Music Store-Variante. Da habe ich sämtliche EQ-Regler auf ca. 12 Uhr. Volume ist zwischen 5 und 6 und Master ist auf 3. Ein bisschen Reverb habe ich auch mit drin, damit das nicht ganz so trocken ist. Wir haben beide Amps mit dem Sennheiser 906 abmikrofoniert und auch extra nachgemessen, dass beide Mikros an der exakt gleichen Stelle sind. Und das könnt ihr dann am besten hören, was dann so ein Speaker auch mit dem Sound macht. Wir fangen an mit der Music Store-Variante. Hier allein schon drei Akkorde reichen aus, um einen deutlichen Unterschied zu hören, was die Speaker mit dem Sound anstellen. Wir haben bei unserer Music Store-Variante einen deutlich saftigeren und fetteren Sound, der was stabiler ist. Mit dem Jensen-Speaker haben wir einen schönen glasklaren Sound, immer, ich sag dann gerne, den Feenstaub oben drüber. Und da möchte ich aber nochmal anmerken, dass das alles nur eine Geschmackssache ist. Also ich kann jetzt hier viel demonstrieren, allerdings ist jedem selbst überlassen, wie er was findet und ist komplett wertungsfrei. Ich erzähle euch, wie ich die Sounds wahrnehme und spiele euch so viele Soundbeispiele wie möglich sind. Wir schalten später auch mal den Fat-Switch ein und drehen das Volume was hoch und schauen mal, was ein Humbucker in so einer gecrankten Version anstellt. Wie gesagt, nicht lange reden, um den Sound geht's heute. Schau euch mal, wenn wir ein bisschen funky Richtung gehen, wir bleiben bei den gleichen Klangeinstellungen. Zweite Position, der Strat. Ich schalte noch einmal um. Wir fangen wieder mit der Music Store-Variante an. Ich spiele ein paar Sekündchen Watt und dann das Gleiche mit dem anderen Amp zum Vergleich. Ja, wunderbar gehört, beide Amps quaken, allerdings mit einem ganz anderen Charakter. Und da möchte ich nochmal anmerken, dass es jedem selbst überlassen ist, wer welchen Speaker besser findet oder präferiert. So, aber damit ich mal nicht so längere Licks aneinander haue, spiele ich mal ein ganz kurzes und ich switche durch und dann wird der jeweilige Amp hervorgehoben oder die Cutter-Jungs machen da schon was, damit ihr merken könnt, welcher Amp gerade läuft. Thank you.
So, das haben wir jetzt mal auch abgehakt im schönen clean Bereich. Verschiedene Lagen, damit die mal die höheren Frequenzen, die tiefen Frequenzen abgleichen können mit den beiden Amps. Schnelle Licks hintereinander im AB-Vergleich. Schauen wir mal, was der Amp macht. Wenn wir mal ein bisschen Gas geben auf den Single Coils und wir langsam so in die angecrunchte, kurz vorm Breakup auf der Schippe in die Richtung gehen. Mal sehen. Dafür drehen wir mal ganz einfach das Volume hoch und kitzeln dem Amp ein wenig. Wir gehen im Nicht-Fett-Modus auf ca. 9 Uhr. Quatsch, auf Klangeinstellung 9. So, das gleiche natürlich auch hier. Der Rest bleibt natürlich gleich. So, Music Server-Variante ist ausgewählt. Mal sehen, was wir daraus kriegen. Wir ganz klar, also ich zumindest, den druckvollen Klang des Eminem Speakers, der ist da, der unterstützt einen beim Spielen. Hier haben wir wieder den schönen, leichten Sound, den glasklaren Sound. So, und jetzt werden wir noch einmal ganz kurz verrückt. Ich reiß Volume komplett auf, ich gebe euch mal ein paar Leadlines mit Single Coils. Danach gehen wir auch direkt schon weiter mal zu einer Humbucker Gitarre und schauen, was sie da im Clean-Bereich sagt. Und dann auch natürlich das gleiche Spiel von vorne, Overdrive und paar Leadlines mit der Humbucker-Gitarre. Erstmal Volume komplett auf 12. Bei beiden Amps. Wir gehen allerdings ein bisschen mit dem Master zurück, dass wir nicht dieselbe Lautstärke noch beibehalten. Wir starten wieder mit der Music Store Edition. Eins natürlich nicht vergessen, den Fett-Switch, den beide Amps haben, bevor wir weitergehen zur Humbucker-Gitarre. Ich gehe mit dem Volume ein bisschen zurück. Fett-Switch aktiviert. Dasselbe Spiel hier. Volume ist hier, by the way, auf 10. So, Fett-Switch ist aktiviert. Wir schauen mal so, ob wir so einen Joe Bonner Master-Style aus beiden Amps rauskriegen und welche Einwirkungen der Speaker, der Eminent-Speaker, der hier verbaut ist und der 1/12er Jensen, der in der herkömmlichen Fender-Variante ist, dafür einen Einfluss drauf gibt. Wunderbar. Mit beiden Amps klingt fantastisch. Hier was druckvoller, hier was glasiger. Gehen wir weiter zur Humbucker-Gitarre. Wir schalten nochmal zurück, einen Clean Sound mit einer Humbucker-Gitarre und gehen dann die Treppe des Verderbens, des Gains hoch. So, ich habe nochmal die Klampfe gewechselt zu einer Humbucker-Gitarre. Wir sind wieder zurück auf circa zwischen der Position 5 und 6 im Volume bei beiden Amps. Und wir schauen mal, was der Amp mit einer Humbucker-Gitarre im wirklich Clean Sound, ein paar Akkorde schrummeln, so hergibt. Wir hören beide, es klingt fantastisch. Hier gehen wir langsam so in die jazzige Richtung, Pat Metheny, durch den vollen, druckvollen Klang. Hier bleiben wir immer noch schön glasklar. Gehen wir mal weiter. Ich switche wieder zwischen den Licks ganz schnell hin und her, damit ihr einen super AB-Vergleich der beiden Speaker habt. Wir gehen in die mittlere Position. Ich schmeiße mal diverse Licks rein. Bisschen Country, was Funkiges. Here we go. Wir starten wieder einmal mit der Music Store Edition. Beide Klangregler sind identisch wie hier.
Hammer. Auf Binance macht es total Spaß zu zocken. Wir gehen weiter. Wir merken, langsam nähern wir uns der Richtung des Breakups. Wir spielen wieder mit dem Volume. Wir gehen wieder einmal auf Klangeinstellung 9. Und das Gleiche auch hier. Angemerkt ist, der Fed Switch ist noch nicht aktiviert. Niedrigste Variante, Bridge Pickup. Here we go. Wunderbar, ihr habt ein perfektes Beispiel bekommen für kurz nach dem Breakup mit einer Hamburger Gitarre in der Bridge-Position. So, wir bleiben aber einmal kurz bei der Einstellung auf Volume Stufe 9. Fed-Switch noch nicht aktiviert. Ich spiele ein paar Solo-Lines und mal sehen, wie der Amp da auf meine Dynamik reagiert und wie die beiden Speaker wahrscheinlich unterschiedlich abnehmen werden. Aber das wollen wir uns jetzt mal anhören. Auch mit der Humbucker-Gitarre haben wir im Clean Sound ein paar Schrammelsachen, Licks, Country, ein bisschen bluesy, funky. Wir waren kurz nach dem Breakup, ein paar Rhythm-Sachen, ein paar Solo-Sachen. Was fehlt noch? Natürlich der Fed-Switch und wir gehen mal volle Dröhnung. So, wir bleiben bei 9 Uhr, Fed-Switch aktiviert. Und dann schmeiße ich noch mal ein paar Rhythmus-Sachen und ein paar Solo-Lines rein. Switch wieder hin und her, beide Klangeinstellungen sind immer noch identisch. Auch volle Dröhnung können beide Speaker wunderbar abnehmen. Ihr habt es gehört, im Clean-Bereich mit einer Strat, mit Humbucker, was das für einen Einfluss hat und darum es auch wirklich interessant ist, einen Amp mit unterschiedlichen Speakern zu hören. Da auch, wenn er rein theoretisch wirklich identisch ist, gleiche Röhren, gleiche Klangeinstellungen sind da, anderer Speaker, wups, ein ganz anderer Charakter, ein ganz anderer Sound. So, und zum guter Letzt möchte ich noch einmal
auf das Video von Bastel darauf hinweisen, wen es interessiert, wie so ein Amp funktioniert, was Verstärker überhaupt sind. Schaut sich dieses Video an. Ihr habt es gehört, wie die beiden Amps im AB-Vergleich klingen. Der Eminems ein bisschen wärmer, was druckvoller. Der Jensen was glasiger, denkt an den Feenstaub, setzt sich vielleicht hier und da etwas mehr durch. Aber schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welchen Speaker ihr von den beiden am besten findet. Welcher hat euch gefallen? Ich möchte mich jetzt hiermit verabschieden und bedanke mich fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.